vieles wiedererkennen. Für die Neuen vielleicht ein guter Einstieg, für die vielleicht schon länger da sind. Könnt ihr mal selber überlegen, wie ihr das analysieren würdet. Aber ja, ist leider wieder so typisch. Man ist so in der Mitte des Lebens, versucht eine zweite Runde zu drehen. Und dann passiert aber wieder nur Scheiße und fragt sich, was ist denn hier los? Das werden wir mal analysieren. Aber das Wichtigste ist natürlich, wenn du auch mal einen hervorragenden Kurse machen willst, hat er heute gerade noch wieder eine Dankes-E-Mail bekommen, dann nutzt den Code MyLiebe für 25% bis Pfingstmontagabends noch gültig. So. So, von Kasnetschkolovs, kannst auch solche E-Mails anstoßen über ein Formular auf liebeschiff.de. So, hallo Christian, auf der Suche nach Fragen, was da eigentlich in meiner Beziehung mit mir passiert ist, bin ich auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Mein Ex-Partner und ich haben uns vor 2-3 Jahren über Tinder kennengelernt. Hatten wir gestern ja gerade ein Video. War mir gar nicht so bewusst. Aktienkurs komplett am Abstürzen, bei Bumble auch. Also scheinbar, was wir ja immer sagen hier, also nicht nur, dass es nicht funktioniert, es funktioniert wirklich nicht. Generiert nicht mal mehr richtig Einkommen. Diese Apps ist echt verrückt. Also da können wir uns auch schon drauf einstellen, dass da noch viel mehr Werbung kommen wird für Dating-Apps in Zukunft. Damit, ja. Gut, aber egal. Ist, wie es ist. Eigentlich wollte ich eine Dating-Pause einlegen, aber er konnte mich für ein Treffen motivieren. Ja, meiner Ansicht nach, ich weiß ja nicht, ob du eine von mir motivierte Dating-Pause machen wolltest. Also, das hört sich jetzt so harmlos an, aber es gibt einen Grund, warum man eine Datingpause macht. So, also zumindest, wenn du länger bei mir bist, das ist ein Grund, dass man immer wieder die falschen Partner auswählt und einfach selber zu needy ist, zu wenig in der Selbstliebe, diese ganzen Sachen, was ich auch alles in meinem Hauptkurs da adressiere, um Promi Jungs Liebe Chips. Und wenn du eine Datingpause machst, das ist ja gerade der Sinn, mal Nein zu sagen, so, ne? Also ich weiß, vielleicht machst du aus ganz anderen Gründen eine Datingpause, deswegen, ich sag's nochmal so ein bisschen weitläufig, vielleicht trifft es auf dich nicht zu, aber es ist gerade der Sinn, Nein zu sagen, auch zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht wieder in die nächste, womöglich toxische Scheiße, sondern das ist wirklich wichtig, wenn ihr sagt, ich mache eine Datingpause und ihr sagt so, die dauert jetzt aber mindestens 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate oder mindestens noch einen Monat, das ist gerade der Sinn, dann sich nicht davon abbringen zu lassen, so, ne, das ist gerade dieses Learning, ne. Gut, das Treffen hat mich positiv überrascht, ich kenne jetzt deinen Liebeschip nicht, aber ich kann euch immer wieder sagen, wenn ihr eine Serie habt von schlechten Wahlen und auch schwierige Kindheit, wisst ihr, Mutti hat euch zu spät aus dem Kindergarten abgeholt und diese ganzen Sachen, und schlimmere, kann man sich leider nicht drauf verlassen, wir machen es heute mal ein bisschen gründlicher, kann sich leider nicht drauf verlassen, auf dieses positive Gefühl. So, das, man muss es wirklich, deswegen sage ich immer Umprogrammierung des Liebeschips, du musst wirklich dran arbeiten, auch eine Zeit lang mit dem Kopf daten, also dieses vibrige Gefühl, die so, erkennen als was Negatives und dann über einen längeren Zeitraum verändern sich dann auch die Attraktivitätsparameter. Ne? Das heißt, man findet dann auch wirklich andere Leute interessanter. So. Die Initiative ging tendenziell von ihm aus. Eher cooler Beruf, damals Ende 40, 2 Kinder, Trennung von Ex-Frau lag 5 Jahre zurück. Ich, Care-Beruf, also natürlich auch cool, aber also er hatte halt so ein typisch, ach, egal. Also ihr habt 2 Berufe, das spielt überhaupt keine Rolle. Anfang 40, keine Kinder. Im ersten Monat sagte er, dass er mich verehre, sich ein Leben ohne mich nicht vorstellen können. Also, ich tut mir einfach leid für die, die vielleicht neu zu meinem Kanal kommen. Ich bin einfach mittlerweile so von dieser sülzigen Sprache so abgefuckt, ich würde mich direkt übergeben auf den Nachtesteller, wenn ich hören würde, ich verehre dich. Also ich persönlich würde aus heutiger Sicht sofort an Lovebombing denken, ne? Aber wenn man, was du vielleicht bist, weiß ich nicht, wenn man anfällig ist für Lovebombing, nimmt man das gar nicht wahr. Man denkt, boah, das ist jetzt aber netter, während es einfach, vielleicht seine Datingmasche ist. Es muss auch jetzt nicht zwingend was Negatives sein, aber
verehre und wenn jemand gleich so mit der Tür ins Haus läuft, sage ich mal, und wie gesagt, das ist alles in meinem Modul 1 drin. Also wir haben jetzt Lovebombing und das ist eigentlich schon fast Forwarding, ne? So, ich kann mir ein Leben natürlich nicht vorstellen. Woher weiß der das? Der kennt dich gar nicht, ne? Das ist einfach, das könnt ihr einfach, das spielt überhaupt keine Rolle, das kann da rein, da raus, schöne Worte, interessiert mich nicht. So, jetzt gucken wir mal, was ist Sachlage jetzt hier, ne? So, ich war von solchen Liebesbekunden nach so kurzer Zeit irritiert, aber auch geschmeichelt. Ja, das ist, sollte einem, das ist halt das Problem, also geschmeichelt, was heißt das? Das heißt auch, du setzt auf, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du setzt auf die Bestätigung von anderen. Das machen wir natürlich alle ein Stück weit, aber man sollte es weniger machen, wenn man was lernen will. Deswegen haben wir ja auch Selbstliebe-Challenge und solche Sachen im Programm, dass man mehr sich selber Bestätigung und Zuneigung gibt und weniger so auf das von außen angewiesen ist, weil dann ist man auch nicht mehr so anfällig für Lovebombing so, ne? Gut. Ich verliebte mich schnell in ihn. Ja, so ein bisschen wirbelwindmäßig hier, ne? Damals auf der Suche nach einer Eigentumswohnung für mich schlug er vor, gemeinsam ein Haus zu kaufen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlicher Twist. Da könnte man natürlich jetzt sagen, naja, und was man auch, kann man auch sagen, also er ist jetzt nicht so bewusst bindungsängstlich, sondern also er will das ja wirklich, also wer ein Haus kauft, das ist ja eine der drei großen Bindungen, ne? Kinderhaus, heiraten. Also könnte man jetzt wirklich sagen, ja, der meint es bestimmt ernst, weil das sind ja Taten, ne? Also könnte man jetzt sagen, ne? Fair enough, so, ne? Also, dass man da jetzt das Gefühl hat, ja, kann ich jetzt nachvollziehen, da meint es jemand vielleicht ernst. Trotzdem ist es alles viel zu schnell, so, ne? Sollte man, solche Sachen sollte man wirklich genauso wie heiraten und idealerweise Kinder kriegen auch, sollte man wirklich mal ein Jahr rausschieben. Lass die Beziehung mal durch ein Jahr gehen und dann mal gucken. Ich weiß, am Anfang ist man immer total verknallt und die Natur will ja auch so, dass man so Vollgas gibt, zumindest was Kinder angeht. Aber warum? Ich weiß nicht, was so eure, man bist ja jetzt auch so in Mitte des Lebens mehr oder weniger, was so eure Lebenserfahrung sind. Ich weiß, also ich hätte gar keine Lust mehr mit irgendjemand, vor allem den ich kurz kenne, irgendwie so ein Risiko einzugehen. Ich würde mal denken, oh, komm, ja, komm, lass uns die Beziehung führen, alles super, aber ich hätte auch so einen Kram, aber vielleicht ist es auch, wenn man älter wird, ich weiß nicht, dass man sich so denkt. Scheiße, also ich würde sowieso Haus kaufen heutzutage, wäre nichts für mich, aber ist ja egal, du bist auch eine andere Zeit, da gab es wahrscheinlich noch die günstigen Zinsen, war es vielleicht auch eine gute Entscheidung, aber warum das mit jemand anders, das ist so, also ich, das ist für mich so ein Learning gewesen, dass so Eigentum mit anderen, wo es dann vielleicht irgendwann nicht mehr läuft, dass es einfach ein fucking Albtraum ist, das wieder aufzulösen und da kommen wir auch noch zu. Das Witz macht es übrigens auch nicht besser, wenn man nicht verheiratet ist. Macht es überhaupt nicht besser. Aber da können wir gleich nochmal am Schluss nochmal was zu sagen. So, deswegen macht die fucking Kurse, dass euch das alles erspart bleibt am Essen. Wir unterschrieben einen Kaufvertrag und zogen kurz später ein. Wenn mich nochmal interessiert, wie lange jetzt in der Beziehung wart, wissen wir jetzt nicht. Oder steht das hier irgendwo? Ach, du schreibst dir noch, sagte instinktiv, dass es zu früh sei, aber entschied mich doch, das Risiko einzugehen. Ja, man muss lernen, nicht so auf seine, was ich immer so nenne, die liebessüchtige innere Stimme zu hören, sondern, aber das muss man erst lernen, das zu identifizieren, auf das Bauchgefühl da zu identifizieren, weil man verwechselt häufig dieses liebessüchtige innere Stimme mit Bauchgefühl und so. Naja, aber passiert, ist ja alles menschlich, ne? So, also weiß ich jetzt nicht genau, wann das, wie weit ihr bei deiner Beziehung wart. So, seine Kinder waren einmal in der Woche und jedes zweite Wochenende bei uns, also ganz normal. Mit ihnen hatte ich vor dem Einzug maximal 4-mal persönlichen Kontakt. Ja, ist halt alles ein bisschen schnell, ne? Er erzählte von seiner Ex-Frau, die ihm fremdgegangen sei bei einer Sekte wäre und die Kinder vernachlässigen würde.
Also solange ihr jemanden nicht ein bisschen länger kennt, das kann alles so sein, vielleicht jetzt gar nicht, aber ich wäre vorsichtig. Ich mittlerweile, ich habe früher einmal gedacht, wenn Leute sagen, oh, ich war mit Narzissten zusammen, dann ich immer, ja, das ist doch bestimmt jetzt die Co-Abhängige, die ist ganz nett und es stellt sich, hat sich für mich immer herausgestellt, schon ein bisschen länger her, aber in meiner Dating-Erfahrung ist gerade die Leute, die immer am meisten geschimpft haben, oft Ex, wie schlimm die sind und was für Narzissten und wie böse und dass das oft die liebsten Menschen waren und die Menschen, die das so ausgesprochen haben, eher schwierig waren. Also für mich wäre das, wird das, ich würde heutzutage eine Geschichte vorstellen, dass einer jemand sagt, naja, weiß ich auch nicht, wir haben uns auseinandergelebt und ja, war ein bisschen doof alles, aber irgendwie hatten wir auch eine gute Zeit, alles gut. Also dass jemand so gelassen über Vorbeziehungen redet und nicht so, ba, 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 weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, ganz schlimm und, aber gut, sind jetzt nicht wirklich harte Fakten, aber nur mal so als, und ja, Kinder vernachlässigen, ich meine, wer hat denn die meiste Zeit die Kinder? Ist ja, die haben eine ganz normale Regelung, wo die Männer die Kinder eher wenig sehen, keine Ahnung. So, jetzt kommt das nächste, das ist noch viel heftiger in die Richtung. Auch andere Frauen, mit denen er zusammen war, wären angeblich verrückt gewesen. Ja, also aus meiner Sicht, es sei denn, es wäre jetzt jemand, wo ich weiß, der hat wirklich an sich gearbeitet und er sagt, boah, ich hatte echt ein toxisches Muster und ich habe so volatile Frauen gedatet, dass er so wirklich genau begründen kann, was er damit meint und wie er an sich gearbeitet hat. So in diesem Zusammenhang, wie das jetzt hier rüberkommt, wäre es ein Red Flag für mich, sage ich ganz ehrlich, ne? Ja. So, beim Umzug ins Haus unterstützte er mich kaum. Ja, nächste Red Flag, brauchen wir nicht drüber reden. Er wollte stattdessen Sonne und die Natur genießen. Ja, jetzt geht leider der typische Scheiß los, den wir wirklich in so vielen Mails hier haben. Es geht schon das Krümel los, wahrscheinlich ist es schon 200 Tage vorbei. Interesse dann doch nicht mehr so groß. Und jetzt geht so das Ego-Programm los. Ne? Das enttäuschte mich und ließ mich an meiner Entscheidung zweifeln. Ja, mit Recht. Mit dem Einzug wurde es seltsamer. Immer wenn seine Kinder kamen, zogen sich alle drei ins Kinderzimmer zurück und kamen stundenlang nicht mehr raus. Es ist so komisch, dass so viele Menschen, die uns hier begegnen, diese Schwierigkeiten machen in der Beziehung, dass sie so völlig obsessed sind mit ihren Kindern und auch niemanden an ihre Kinder rankommen lassen. Das ist auch so ein Faktor von vielen Bindungsängstlern ist, dass die Kinder und teilweise auch Ex-Frauen auf dem Podest heben und du kommst da auch nie ran, weil die dafür sorgen, dass die Kinder dich dann auch nicht mögen, weil das erzeugt wieder Distanz, so, ne? Ja, Gott, schrecklich. Wenn ich das schon lese, ist das schrecklich, ey. Oh Gott, ey, aber erinnert mich auch an meine schlechten Wahlen in meinem Leben. Meine, was für ein Dreck, ey. So, meine Vorschläge, zusammen zu essen oder sich durch gemeinsame Aktivitäten besser kennenzulernen, wurden abgeschmettert. Wir stritten uns deswegen und er sagte, wenn das mit den Kindern nicht klappe, dann könnte es zwischen uns auch nichts werden. Ja, also wir bist schon voll. Jetzt haben wir schon die Kritikphase eigentlich, ne? Lovebombing-Kritik. Und jetzt gucken wir mal, wie sich der Abschluss gestaltet. Das ist leider, wenn man das weiß, ich glaube, das würden auch viele sagen, die länger bei mir sind und mein Programm durchlaufen haben. Du kannst einfach diese Sachen lesen wie ein Kinderbuch von dem Blockschrift, wirklich, das ist so, oh, jetzt passiert das, ah ja, okay. Das ist halt immer das Gleiche, ne? Trotzdem gut, immer diese ganzen Variationen vorzulesen, dann versteht man auch das Muster, glaube ich, besser. So, so. Vor 2 Jahren etwa wurde ich schwanger. Wir sprachen vor dem Hauskauf über das Thema Kinderwunsch. Er hatte seine Kinderplanung eigentlich abgeschlossen, aber ein weiteres Kind könnte er sich vorstellen. Ja, was denn nun? Aus medizinischen Gründen war dies für mich schwierig. Dann schlug es ein. Ich freute mich, wie ihn brach eine Welt zusammen. Ja, die zweite große Bindung war aber ein bisschen zu viel für ihn dann. Ich hatte dann leider Fehlgeburt. Ja, also erstmal Beileid dazu, tut mir total leid. Das stelle ich mir total schlimm vor. Vielleicht, ich will das jetzt nicht abtun, das ganze Thema, aber vielleicht ist ja auch irgendwas erspart geblieben da, aber sicherlich trotzdem, vielleicht hätte das Kind trotzdem gern gehabt. Ist auch egal, jetzt müssen wir nicht drauf eingehen. Wir machten dann 3 Tage nach einem Städtetrip, ich trauerte noch, er fragte mich, wann ich denn endlich wieder fröhlich sein könnte. Ja, keine Empathie, haben wir es ja auch noch.
Nächste Red Flag. Ich kann einfach gar nichts mehr zu sagen, weil das ist immer der gleiche Dreck, ne? Gesprächsversuche über unsere Konflikte wurden von ihm mit der Begründung, eine Beziehung funktioniere oder funktioniere eben nicht, abgelehnt. Ja, funktioniert offensichtlich nicht. Innerhalb von wenigen Monaten nahm ich 20 Kilo zu, jetzt wieder Ausgangsgewicht. Ja, das ist, weil du unglücklich bist in der Beziehung, ne? Oder du sagst, was darauf hormonelle Veränderungen zurückzuführen war. Ich wette, du warst auch kreuz unglücklich. Ich fühle mich nicht wohl, fühlte mich nicht wohl. Er ließ nicht verstehen, dass er mit meiner Gewichtszunahme unzufrieden war. Also wenn das jetzt alles sonst super ist und aber selbst da kann man das ja anders ansprechen, so, ne? Und vor allem, wenn das vielleicht jetzt nach einer Fehlgeburt und aus vielleicht Krankheitsgründen, ja, gibt es keinen Grund, sich darüber zu mokieren, auch wenn man es vielleicht nicht immer alles toll findet, aber hier ist es so typisch Kritikphase, ne? Also, das werden sicherlich zum Schluss auch tolle Banalitäten gewesen sein. Es kam vermehrt zu Sticheleien, was meinen Kleidungsstil betraf. Ja, okay, da haben wir es ja schon. Und wie ich meine Frisur trage, ja. Ich erinnere an die Person, die dann mal eine Liste von 50 Sachen hatte, eine schriftliche, die sie an sich verändern sollte. Es ist einfach immer der gleiche Mist, ne? Und da kann man sich eigentlich nur fragen, weil der ist hier echt, weiß ich nicht, der ist so weit weg von sicheren Bindungssystemen wie nur irgendwas. Also kann man sich nur fragen, warum habe ich das angezogen? Was hat das mit mir zu tun? Warum habe ich nicht genug Grenzen? Wurde vielleicht mit Struggles, klar, ist natürlich jetzt schwierig, jetzt habt ihr ein Haus zusammen und so, aber im Grunde genommen ist es schon wieder hier eine rote Flaggenparade wie aus dem Nordkorea-Lehrbuch. Also, naja. So, es kamen Kommentare, dass nichts mit mir Spaß mache und seine Kinder mich hassen würden. Das ist leider auch, es wird halt immer schlimmer. Das sage ich immer jedem, die mal sagen, nein, ich drehe noch eine Runde. Ich sage immer, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer werden. Du wirst immer mehr in die Fresse kriegen und auch das haben wir hier. Wir entfernen uns voneinander. Ja, darum geht es ihm auch. Also offensichtlich keine Gefühle mehr bei ihm. Während dein Bindungssystem jetzt hochfährt, ne? So, weil das geht jetzt in Verlustangstmodus. Haben wir auch einen Kurs, aber wichtig ist, sich klar zu machen, hier ist nichts zu gewinnen, nichts, nichts, außer zu lernen, boah, was ist eigentlich, warum bin ich hier reingekommen, was ist mit meinem Liebeschip los, warum reagiere ich auf die Sachen am Anfang, wie kann ich in Zukunft mal daten, also hier ist wirklich nichts mehr zu holen. Ne? Da ich wusste, dass er an Stimmungsschwankungen litt und es auch mal wieder Schwierigkeiten mit seiner Ex-Frau gab, schob ich zunächst sein Verhalten auf diese Faktoren. Ja, wie gesagt, mit dem Haus ist es wirklich jetzt absolute Behinderung, sonst wäre das vielleicht alles viel schneller gehen jetzt. Vor etwa 1,5 Jahren hatte ich den Verdacht, dass er fremd geht. Auch, es kommt das auch noch. Oh, was für ein Typ, ey. Ich nahm sein Handy und stellte fest, dass er mit Frauen schrieb. Es war nichts Eindeutiges herauszulesen. Also, wo sind deine Grenzen? Also, du musst wirklich dringend an deinen Grenzen arbeiten, weil, also, weiß ich nicht, wenn ich das Handy von einer Freunde nehmen würde und ich sehe da, das sind Leute, die ich nicht kenne, mit denen sie ständig schreibt, wäre bei mir sofort Schluss, sofort. Sofort, wirklich. Ich sofort. Ich meine, ich bin auch relativ hart geworden im Leben jetzt. Vielleicht gibt es, wenn man jünger ist, vielleicht gibt es Situationen, wo man dann ins Gespräch kommen kann und was weiß ich und immer noch lernt, aber ich kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich ist Loyalität ist für mich das Höchste. Und hätte ich gar keinen Bock drauf, ne? So, eine Frau schrieb mir fast täglich. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich Freundschaften zwischen Männern und Frauen, aber wenn du von denen noch nie was gehört hast, naja. Aber gut, ich höre jetzt auch raus, das war, die haben sich jetzt nicht gegenseitig Dickpics geschickt und irgendwie sowas. Okay, ja. Gestand ihm später, sein Handy durchstöbert zu haben. Er sagte, dass sie in ihn verliebt sei, aber er nicht in sie. Leute, ich kann das nicht mehr. Ich kann das also nicht mehr. Echt. Ich kann das nicht mehr. Ja, ist klar. Also mit einer verliebten Frau, nehmen wir es mal für wörtlich, täglich zu schreiben, ist für mich Fremdgehen. Sorry. Muss man ja gar nicht werten. Viele Menschen gehen fremd. Der Mensch ist unperfekt. Aber das würde mir reichen zu sagen, warum soll ich mich mit jemandem rumschlagen, der lügt, illoyales, unsichere Bindungsmuster hat, Loveborn, Fast-Forwarding, Kritik. Warum? Das Leben kann so schön sein als Single. Da ist schon eine perfekte Mail, weil da kommen wir wieder zum Anfang, dass du deine Single, deine Datingpause durchbrochen hast, ne?
wäre sonst vielleicht alles gar nicht passiert. Aber letzten Endes sind wir alle jetzt, um zu lernen. Also man braucht auch Zeit, um zu lernen. Man kann nicht alles abkürzen. Also ich hätte in meinem Leben so viel Umwege gerne erspart, aber das bringt ja nichts. Ne? Ohne die hätte man ja nicht gelernt. Von daher ist es auch irgendwie müßig. Ja. Aber was für ein Dreck, ey. Er aber nicht in sie und nur freundschaftlich mit ihr schreibe. Ja, ich weiß nicht, reicht das denn immer noch nicht für eine Trennung? Ich weiß es nicht. Ich frage nur für einen Freund. Reicht das nicht für eine Trennung? Ich meine, was heißt denn das? Das heißt, dass er komplett bestätigungssüchtig ist. Ne? Und das ist schon längst ein Dreieck. Und auch diese Frau, die weiß ja nichts von dir, wird an der Nase rumgeführt, macht ihr Hoffnung. Ach, es ist auf so vielen Ebenen wieder der letzte Scheiß hier, wirklich, ey. Leute, ihr müsst alle härter werden, wirklich, ey. Härter, 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 das ist. So, sie hätten vor unserer Zeit eine kurze Liaison gehabt. Oh. Ja, warum ist er nicht mit ihr zusammen? Und also da ist schon so viel Schlamm, toxischer Schlamm, den man überall spürt, dass man sich einfach nur wünscht, dass sie vielleicht, das ist auch wirklich vor der Beziehung war, also muss ich echt sagen. Dann kamen vor einem Jahr erneut Zweifel auf, er kam abends spät nach Hause, häufiges Duschen. Ach, die Welt ist echt, das ist manchmal. Man verzweifelt manchmal an der Welt, wirklich. Das ist, ich weiß auch nicht, ey. Mit ihm drüber zu sprechen war nicht möglich, weil er mir sagte, er möchte nicht immer über unsere Beziehung sprechen. Ja. Er ließ mich mit vielem im Stich, um das Haus quer mich allein. Er fuhr stattdessen immer einfach weg. Also, ich meine, wie gesagt, es wird immer schlimmer. Es ist schon längst über alle Grenzen. Du musst wirklich an deinen Grenzen arbeiten, ne? Fang mit Modul 1 an, wirklich, echt. So, später fand ich heraus, dass er nach dem Streit zu einer Frau fuhr. Das hätten wir natürlich jetzt gar nicht gedacht. Also gar nicht gedacht, ne? Das Verhältnis begann vor einem Jahr und endete vor einem halben Jahr. Okay, jetzt komme ich hier mit den Jahreszahlen durcheinander. Also irgendwann kamen wir wieder zusammen. Er sagte mir, dass er die Beziehung zu ihr beendet hätte. Okay, jetzt geht irgendwas ist hier durcheinander mit den Jahreszahlen. Vielleicht habt ihr euch dann getrennt, seid wieder zusammengekommen, oder? Der Typ ist durch. Der ist durch. Der ist für dich lebenslang durch. Also, ja, du kannst ihm nicht vertrauen. Du kannst ihm auch nicht vertrauen, wenn er in 5 Jahren kommt und sagt: So, jetzt habe ich aber hier 2 Stunden, war ich auch bei irgendeinem Life-Coach auf YouTube und jetzt bin ich ein anderer Mensch. Du kannst ihm einfach nicht mehr vertrauen. Dieser Typ hat seine Chance vertan, schon lange. Schon lange deine alle Chancen vertan bei dir, so musst du das sehen, ne? So, er wollte mit dieser Frau ebenfalls ein Haus kaufen. Leute, ich kann das nicht mehr. Ich hoffe, dass es nicht irgend so eine Masche ist, wo du auch noch finanziellen Schaden erleidest, aber ich hoffe, ich will dich jetzt nicht. Muss ja nicht. Vielleicht ist er einfach so, ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch so eine volatile Person, die sich immer ruckzuck verliebt und dann ja, ist alles so merkwürdig. Ey. Nachts kam er immer nach Hause, was er ihr erzählt hat, weiß ich nicht. Wieso wohnt er? Wieso hat er noch ein Leben bei dir? Ich weiß es nicht, wirklich. Ich weiß es wirklich nicht. Was muss denn noch passieren, wirklich? So, dann beendet er Beziehung, fing eine neue Affäre an. Es wird immer schlimmer, wie ich sagte. Ne? So, dann kam es irgendwann zu einem Eklat. Ich sprach ihn darauf an, ob es wieder eine Frau in seinem Leben gäbe. Und er bestätigte es auch. Er wolle sich von mir trennen. Er fühlte sich körperlich nicht mehr angezogen und hätte den Draht zu mir verloren. Ja, es ist bei euch, es ist schon ewig durch, ne? Er fuhr über Weihnachten zu seinen Eltern, aber er möchte halt hier das, wette, du hast ihm immer seine Socken gewaschen, er möchte halt nicht aufgeben, er möchte halt beides haben, ne? Irgendwie so eine Mami und dann noch möglichst 5, 6 Frauen am Start haben. Das sind immer so Leute, die sind süchtig nach der Bestätigung von vielen, da reicht eine nie, ne? So, etwa eine Woche drüber sprechen wir, wie es weitergehen soll. Er fragt mich, ob es eine Option gäbe, gemeinsam
im Haus wohnen zu bleiben. Ich sag mal, wie Delulu ist der denn? Sorry. Also, geht's noch irgendwie? Ich bin fassungslos. Ich bin aber nur fassungslos. Was denn noch? Soll er noch assistieren? Sollst du noch assistieren, während er mit anderen Frauen schläft, die Kondome ranreichen? Oder was denn noch? Ich kann das also nicht mehr. So. Bei mir hört die einfach das Ungefilterte, nicht das Ganze. Ja, noch eine Chance. Noch eine Chance. Was habe ich heute bei jemandem Kollegen gehört auf YouTube? Das ist, dann geht man halt mal fremd. Und so ist das Leben. Und ja, es kann ja sein, dass es so ist, aber du musst es nicht mitmachen, so, ne? So. Einerseits wollte ich die finale Trennung nicht. Warum nicht? Also da musst du dich wirklich fragen, warum nicht, ne? Also ganz ehrlich, warum nicht? Also es spricht alles dafür, sich zu trennen, wirklich. So. Und sagt, dass ich unter bestimmten Bestimmungen mir das Zusammenleben vorstellen könnte. Das hast du nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Ich glaube es nicht. Das hast du nicht gesagt. Oh, Scheiße, ey. Warum? 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 Es gibt 4 Milliarden Männer. Warum? Warum muss es der sein? Wirklich. Will dich jetzt nicht triggern, will dich auch noch ein bisschen aus der Reserve locken, einfach. Also ich verstehe, ich hab auch ganz schlechte Wahlen getroffen in meinem Leben. Ganz schlechte. Verstehe ich, aber man muss irgendwann mal, muss man der Wahrheit ins Auge sehen, so, ne? Ja, sonst kommt man nicht weiter, ne? So. Wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Damals hatte ich auch noch die Hoffnung, dass sie wieder zusammenfinden könnten und sein Verhalten einer Midlife-Crisis geschuldet war. Oh, Leute, Midlife-Crisis, ja, da geht man vielleicht mal einmal fremd auf einer Basis, wo man vielleicht schon 20 Jahre zusammen ist. Und ja, okay, das kann man auch, kann man auch dran arbeiten, absolut. Natürlich, da kann man sich mal, wenn man mal Vertrauen aufgebaut hat, auch mal einen Fehler erlauben, aber das ist ja gar nicht passiert, so, ne? Und, ja, ich meine, Midlife, also du warst ja schon eine neue Beziehung in seiner Midlife-Crisis dann. Und außerdem so multiples, was man hier, also so Fremdgehen und hier dieses Ganze, ich brauche 1.000 Frauen, ich brauche die Bestätigung von 1.000 Frauen und Lovebombing und Fast-Forwarding und all der Scheiß, das hat jetzt nichts mit Midlife-Crisis zu tun. Das ist eher so charakterliche Sachen, würde ich sagen, ne? Ist halt so, ne? Er schloss es selbst nicht aus, sagte, man wisse nie, was passiere. Ja, er soll es natürlich weiter die Mami-Sachen erledigen hier, ne? Ich musste erleben, wie er sich in dieser Zeit mit anderen Frauen traf. Ich sage, Leute, es ist wirklich vorhersehbar wie die japanische Bahn. Also nicht die deutsche unbedingt, aber es ist vorhersehbar wie die japanische Bahn. Es ist passiert wirklich immer, immer das Gleiche. Das ist für mich auch so manchmal so schlimm, auch wenn ich so im Bekanntenkreis Leute habe, die sowas machen. Ich denke mal so, jetzt wird das passieren und die, nein, nein, es wird, nein, das wird nicht passieren. Und jetzt wird das passieren und jetzt wird das passieren und es wird immer schlimmer werden. Nee, nee, nein, 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 wird nicht passieren. Doch, ich sag doch, ich weiß es einfach. Nee, nein, nein, nein. Das, und dann mal bei zuzugucken, wie natürlich genau das passiert. Das ist echt schrecklich, ey. Das ist irgendwie schrecklich. Also, aber gut. Also ich habe wirklich seit meinen schlimmen Beziehungen, und ich an mir gearbeitet habe, habe ich die zweischneidige Gabe, dass ich vor allen Dingen Beziehungen, die nicht so ganz rund laufen, wirklich extrem gut vorhersagen kann. Das ist manchmal wirklich, manchmal ist es regelrecht eine Last irgendwie, aber auch ein Gewinn natürlich. Es ist wirklich, es ist wie so ein Gefühl, dass man mal genau weiß, was passiert. Und eigentlich stimmt, es stimmt eigentlich auch immer. So. So, er meinte aber, das beeinflusste nicht, ob wir noch eine Chance hätten. Ich meine, das natürlich ist das Gaslighting so, aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht, was einmal alle auf YouTube machen, auf ihm jetzt rumhacken. Ich will auf niemandem rumhacken, ich will nur dich fragen, was ist los?
Was ist mit deinem Selbstwert, dass du das aufrechterhalten willst? Wie niedrig schätzt du deine Chancen ein auf dem Datingmarkt? Die sind doch gut. Ne? Du bist echt noch wirklich Anfang 40, also du kannst noch so viele gute Beziehungen führen. Aber da muss man sich wirklich überlegen, und das sind natürlich ein bisschen rhetorische Fragen jetzt auch. Was siehst du nicht aufgrund vielleicht deiner Biografie und Brillen, die du hast? Weil das ist wirklich, es ist so eine unfassbare. Ich meine, es gibt viele E-Mails, die so sind auf dem Kanal, ne? Also stich da jetzt nicht groß raus, aber es ist so eine rote Flaggenparade, so. Und ich verstehe schon, wenn man erstmal so ein Verlustangstmodus ist, dass es schwer ist zu gehen, aber deswegen Standards und Dealbreaker bei mir. Wenn Dealbreaker passieren, dann habt ihr zu gehen, fertig, Punkt, aus, ne? Und hier sind so viel Dealbreaker passiert, so, ne? So, ich klammerte damals und bat ihn, sich nicht mit anderen Frauen zu treffen. Ja, da kannst du auch einen Bären sagen, er soll irgendwie keine Schafe mehr reißen oder so. Ich weiß, es bringt nichts. Ach, es ist. Weiß ich nicht, ey. Es waren mindestens sechs Frauen in einem Zeitraum von einigen Wochen, mit denen er auch bettsportlichen Kontakt hatte. So, zuletzt lernt er unseren jetzigen Freund über Social Media kennen. Es wird alles so weitergehen und es werden viele Frauen unglücklich werden mit ihm und keine wird glücklich werden mit ihm. Also da kannst du wirklich nur, wenn das vorbei ist, kannst du nur auf Knien im Universum danken und sagen, es ist schön, dass es vorbei ist. Und jetzt kommen wir gleich noch zum Haus, ne? Für solche Sachen habe ich übrigens Notfallkurs, da sind so ein paar sachliche Sachen drin, also mal nach der Trennung so. Falls ihr irgendeinen Kurs nicht findet, und ich hoffe, ihr habt alle freigeschaltet, also schreibt uns einfach, wir sind auch gut erreichbar jetzt übers Wochenende, support@liebeschiff.de. Nachdem sie übers Wochenende schwimmen waren, zog er aus unserem Haus aus, ohne ein Wort zu sagen. Alles vorprogrammiert. Ja. 2 Monate lief es bis dahin. Bis er vor etwa ein paar Wochen sagte, wir müssen jetzt das Haus verkaufen. Ja, gut, denke ich auch. Jetzt soll ich so schnell wie möglich aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. Also, hol dir der juristischen Rat. Ich kann ja keinen, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich, so mit meinem Laienwissen ziehst du auf gar keinen Fall aus. Also, also erstmal muss er gehen, weil er ist ja fremdgegangen, finde ich. Und soweit ich weiß, aber lass dich da beraten, sind deine Chancen so schlecht, wenn du erstmal ausgezogen bist. Also, ich musste in meinem Leben schon ein Haus versteigern lassen, weil das nicht auflösbar war. Und das war so schlimm, das war so ein schlimmer Prozess irgendwie. Deswegen, ich glaube, würde nie wieder mit jemandem Haus kaufen. Nie wieder. Ich bin aber auch nicht der Eigentumsmensch. Also ich bin jetzt auch nicht der Mönchsmensch, aber ich habe keinen Bock auf Eigentum. Also wenn ich ja für die Rente was spare, das mache ich auf eine andere Art. Ich will gar kein Eigentum haben, wo man sich ständig drum kümmern muss und gar keinen Bock drauf. Aber das mal mit jemand anders, weil du weißt nie, was passiert, ne? Und also da würde ich mir wirklich schnell Rat holen und das wirklich eiskalt durchziehen, wirklich. Ich liebe ihn leider noch immer, also, gut, das habe ich nicht ein bisschen hart angegangen, bestimmt, aber du hast wirklich mein volles Mitgefühl, ich weiß, es ist schrecklich, aber notfalls such dir auch vor Ort Unterstützung, trifft auch immer auf jeden zu, wenn es sein muss, ja, ist ja auch egal. Und weil das ist ja kein Zustand hier, ne? Da muss man sich wirklich überlegen, warum. Du kannst ihn ja aus der Ferne lieben, ne? Es ist nicht, meiner Ansicht nach, es fühlt sich an wie Liebe, aber es ist eigentlich Abhängigkeit, ne? Und das musst du wirklich adressieren, sonst der nimmt dich aus wie eine fucking Weihnachtsgans, ne? Lass das nicht mit dir machen, so, ne? Also wirklich steuer dagegen, such dir alle Unterstützung, die du haben kannst und aus dem Haus ausziehen. Und was muss er denn machen, dass du ihn, nutz mal deine Worte, nicht mehr liebst, was denn noch? Also ich verstehe das, dass man da hinkommen kann, wenn man vor allem durch Kindheit schlecht geprägt worden ist. Vielleicht ein People-Pleaser ist, vielleicht co-abhängige Tendenzen hat, weiß ich jetzt alles nicht. Aber wenn euch solche Sachen passieren, dann müsst ihr euch hinsetzen und nicht, was ist jetzt mit dem Typen, sondern was ist mit mir, dass ich
solche Wahlen treffe, wirklich, ich wünsche euch allen wirklich nur von Herzen, dass ihr euch darüber hinauswachst, euch weiterentwickelt und ein glückliches Leben führt, weil das so ist das schwierig, ne? Ja, vielleicht gibt es auch noch ein paar unterstützende Kommentare und macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.